Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play. Ja, ich bin hier wieder auf dem Campus, denn ich möchte, dass zumindest Julia dann auch wieder in die Gemeinschaftstonne kommt, also in die, in diese Tonne kommt von Merkwürdighausen. Und, ja, bis dahin muss ich jetzt halt hier erstmal spielen. Aber du bist ja noch immer nicht fertig, gell? Achso, Internetrecherche? Wieso machst du denn jetzt eine Internetrecherche? Habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, was ich hier auf alle Fälle nicht verpassen darf, ist, dass sie hier... Alter, hör auf zu reden und isst. Ach Gott, jetzt weiß ich auch, woher die Pfütze vorher kam, von dem scheiß Geist. Weil der irgendwen erschreckt hat, und zwar so erschreckt hat, dass der sich in die Hose gemacht hat. Aha. Junghans, ich glaube... Ja, Junghans, ich glaube, das war's dann mal. So, jetzt kannst du mit deinem Kerl wieder weiterreden. Das ist super. Ihr kommt nämlich überhaupt nicht zum Essen. Aha, wieso hast du denn so viel Hunger? So, geh erstmal duschen. Geh erstmal duschen, dann kannst du nochmal was essen und dann kannst du hier mal schlafen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was machen wir denn dann mit dir? Du könntest hier dann aufwischen. Falls es der Alte nicht macht, ich glaube aber nicht. Und dann gehst du aber auch nachher auch nochmal schlafen hier, weil du musst sowieso schlafen. Weil sonst bist du bis zum nächsten Unterricht total übermüdet. Ja. Das Telefon läutet. So, wenn du fertig geduscht hast, kannst du hier abheben. Oder gehst du gleich? Du gehst gleich schlafen. Weil es ist eh mitten am Tag, jetzt kann er dich eh nicht mehr aufwecken. Zum Glück. So, wer möchte sprechen? Meine kleine Schwester, Claudia. Oder war das Beatrice? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe die Familie schon so lange nicht mehr gespielt. Achso, warte mal, ich bin gerade bei ihm. Du bist... Beatrice. Ha. Beatrice ruft regelmäßig an. Das ist nicht schlecht. So, wir sollten eigentlich hier mit Rüdiger Wendland und mit Professor Stefan Jalowitz mal telefonieren. Einfach hier, damit wir hier die Sachen, also die Freundschaft aufrechterhalten können. Das sollten wir vielleicht... Kann ich das vorher noch machen? Ja, knapp, gell? Okay, schlaf erstmal und dann werde ich das nochmal mit denen machen. Irgendwie. So. Und schlafen. Schlafen. So. Mhm. So. Das reicht. Das reicht. Du möchtest schon wieder küssen, okay. Das ändert sich jetzt vielleicht wieder. Ja, genau. Das war aber eine schöne Woche. Hoffentlich bleibt das so. Es wird sicher immer wieder schöne Wochen geben. Was anderes kannst du ja gar nicht sagen hier. Ein Kind adoptieren. Wieso denkst du über Adoption nach? So, du telefonierst mit deinem Lehrer, dann wird das hier normalerweise die Klassenleistung auch gleich gesteigert, das passt. Ja, du. Jo. Simsonischer Tonhof. Mhm. So, du bist hier mal essen. Über das Heiraten denkst du nach? Ja, ich kann dich leider nicht heiraten. Das ist so kacke. So, du telefonierst mit ihm, das ist sehr schön.
Das heißt, die Tagesanzeige, die ist dann genau oben und die Gesamtanzeige. Na gut, aber die Tagesanzeige hat sich ja gebessert. Das ist sehr schön. So, dann telefonieren wir noch mit dem anderen Kerl hier, mit ihm hier. Plaudern. Ich weiß allerdings noch immer nicht, worum es in diesem Buch geht. Also ich glaube, das sehe ich ja nicht nochmal, wenn das Buch fertig ist. Sollte das ein Kinderbuch werden? Nee, warte mal, ein Kinderbuch hatten wir ja schon gemacht, oder? Buch lesen, Kinderbuch, Kochbuch, Drama, Mystery. Roman lesen, Yogi, der Astronaut. Heißer Arbeitsplatz, schaurige Mordfälle. Ja, ich habe keine Ahnung, ne? Aha, wir unterhalten uns mit der Neuen. Blond und grüne Augen. Das ist hier irgendwie relativ oft vertreten, muss man sagen. Allerdings finde ich, siehst du irgendwie ein bisschen komisch aus mit deiner Nase. Aber ist halt beim Machen so geworden, hier kann man nichts machen. So, du schreibst. Okay. Roman lesen, Blog über Filme und Literatur. So, ihr unterhaltet euch, sehr gut. Goldenen Talentorden, den würde ich halt schon noch irgendwie gern zustande bringen. Die Frage ist nur, schaffe ich das in den nächsten 27 Stunden? Ich glaube nämlich fast nicht. So, Tonkrug. Welche Farbe machen wir denn? Wir machen jetzt den grünen. Roman anpassen. Verdammt. Beschreibung des Buches 1. 1. Was kommt danach? Ach so. 1. Was kommt dann? Was kommt da? Ah, okay. Dieses Buch. Nein. Zu diesem Buch passt einfach keine Beschreibung. Du musst es am besten durchlesen, um dir ein Bild der Geschichte zu machen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ui, 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 ui. Okay. Glückwunsch! Philipps Roman verkauft sich großartig. Du erhältst einen Scheck über 2751 Simoleons, aber gib ja nicht alles auf einmal aus. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Harndrang, wieso musst du aufs Klo? Oh, okay, sehr schön. Steuern. Dann hättest du auch deinen Spaß. Ah, ausgezeichnet. Ausgezeichnet! So, küssen, küssen. Also ihr wollt jetzt nur noch daten, oder was? Ihr wollt jetzt nur noch daten. Aber was ich nicht so ganz verstehe... Warte mal. Also ich bin mit dem nicht zusammen, gar nichts. Wieso geht das nicht? Margareta vorstellen, reden, küssen, wertschätzen, fragen. Gefällt dir, was du siehst? Das müsste ich ja normalerweise auch noch irgendwie machen können, oder? Naja. So, ihr beide habt jetzt so ein bisschen Spaß. Du bei deinem Töpfern. Oh, eigentlich, doch, du, Spaß hast du, aber du müsstest auch dich bald mal fertig machen. Oh, in einer Stunde hast du Unterricht. Dann geh mal schnell zum Unterricht, bitte. Und wenn du jetzt die hier fertig hast, dann kannst du dich mal um dich selbst kümmern. Und...
Nein, verdammt. Ich hab's übersehen. Ich hab's falsch gemacht. Ich hätte nicht beschleunigen dürfen. So ein Mist. So, dann gehst du mal hier aufs Klo. Und dich dann duschen. Und dann kannst du hier alles sauber machen, bitte. Dann gehst du Hände waschen. Ja, das geht jetzt nicht. So. Das kannst du auch noch säubern. Wieso? Ah, ein Sauberkeitspunkt. Sehr schön. So, dann kannst du jetzt die Hände waschen. Du willst... 23 Uhr. Ja, doch, okay. So, dich scheuchen wir mal aus dem Bett, weil du hast in meinem Bett absolut nichts verloren. Junge Dame. Und du möchtest dann auch schlafen. Okay, sehr schön. Ah. Nee, warte mal. Du gehst jetzt einfach mal hier hin. Jufko, Lobegott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, warte mal. Philipp. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, Mädel, du sollst doch nicht schlafen. Geh. Alter, was ist denn hier los? Was machst du da? Entspannen. Okay. Mädel, du willst doch einen Kuss haben. Also küsst du ihn jetzt. So, was möchtest du da? Angeflirtet werden. So, angeflirtet werden. Klassischer Tanz mit Philipp. Tanzen klassisch. Aha, okay, dafür müssen wir erstmal raus aus dem Zimmer gehen. Auf eine Stelle, wo es auch nicht viel breiter ist. Okay, Florian geht zum College. Ja, das wünschen wir uns schon die ganze Zeit. So, dann gehst du jetzt schlafen. Du gehst jetzt auch schlafen. Du hast jetzt ein paar Wünsche erfüllt, hoppala. Ja, sehr schön. So, jetzt können wir hier wieder drei Sachen... Oh, was ist das denn? Ein misslungener Tonkrug. Oje. 60 Simoleons immerhin. 120, 120, 120. Okay. So. Genau. Schlafen, 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 schlafen. Und dann haben wir jetzt noch 17 Stunden. 17 Stunden, in denen Lisa etwas, oh nee, Julia noch etwas lernen kann. Die Frage ist, kann ich es in den nächsten paar Stunden noch schaffen, dass ich... Hoppala. Dass ich vielleicht das Goldabzeichen zusammenbekomme? Hm. Schwierige Frage, schwierige Frage. Weil du siehst hier keinen Fortschritt, auch nicht. Oder ist es besser, wenn ich irgendwas lerne? So. So. Du bist ja so richtig grauslich. So, wenn du da jetzt... Boah, okay. Jetzt, ich verstehe, dass du dich nicht hinsetzt. Das verstehe ich vollkommen. So, ist mal fertig. Warte mal, wenn du das hier gemacht hast. Achso, habe ich dich Hausaufgaben geschickt. Machen geschickt. Ist fertig. Hör auf zu quatschen. So. Dann hast du hier deine Tonding. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Ich meine, du hast jetzt hier deinen Wunsch dann gleich erfüllt. Du. Und du möchtest dann schon wieder ein Date haben.
So, und du möchtest dann Spaß haben. Das heißt, die stelle ich jetzt einfach mal hier hin, weil das sollte dir ja eigentlich auch... Also, es bringt dir Spaß und... Ich bin da schon wieder zurückgekommen. Alter, wie schnell das geht. Hobby-Tipps über Bastelarbeiten austauschen. Das ist echt heftig, wie schnell das geht. So, jetzt hatten wir da einen Brief, Postboten. Ah, okay. Jetzt sehe ich... Ach, Kochbuch oder was? Julia hat Begeisterung für die Kunst und Handarbeit entwickelt. Sie kann jetzt in die Zone gelangen. Bin ich da jetzt? Nee. Raum sondieren. Oh, ich hab's geschafft. Wahnsinn. Wahnsinn, wie geil ist das denn? Okay, aber wenn du den hier fertig hast... Da darf ich jetzt nicht beschleunigen. Nicht beschleunigen. Nicht beschleunigen. So, dann hören wir auf. Genau. Dann haben wir den, verkaufen wir den. Dann sagen wir hier benutzen und duschen. Was sagst du denn eigentlich jetzt wieder? Zwar 4, 6. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei so 6 Punkten. Also das ist echt heftig. Wie schnell sich das entwickelt. Und auch ins Negative entwickelt nämlich. So, jetzt ist das mit Blumen gut gemacht. Deine Begeisterung kennt wirklich keine Grenzen. Als Belohnung für deinen Enthusiasmus habe ich eine ganz besondere Plakette in deinem Inventar abgelegt. Okay, was haben wir denn da jetzt bekommen? Plakette Kunst und Handarbeit. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Okay. Jetzt können wir uns dann auf und dran machen, dass wir einfach hier Florian wiederbeleben, gell? Wir müssen jetzt erstmal nur nach Hause kommen. Ist das jetzt euer fucking Ernst? Gibt's ja nicht. Willst du aufs Klo gehen, ist besetzt. Willst du aufs andere Klo gehen, ist es auch wieder besetzt, wenn du hingehst. Alter, nee. Nee. So, du spielst hier ein bisschen Lokomotive. So, du wirst es dann noch ein bisschen üben, damit du bei den Spielen noch ein bisschen weitermachst. Ja. Lass das. Mechanik. Die Frage ist halt nur, lernst du dadurch Mechanik auch oder nicht? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, hab Angst. Und vor allem, wann kriegen wir hier so einen Punkt? Jetzt kriegen wir so einen Punkt. So, dann wirst du jetzt nochmal hier 2 Sims anrufen. Aha, okay, das liegt da. Wieso liegt das da? Ich denke mir gerade, hey, wieso geht das vom Telefon weg? So, jetzt werden wir mit dir telefonieren. Genau, jetzt kommt die Vivian Stommel. Was machst du denn? Aha, okay, du willst schon neu anfangen. Okay. Ja, dann lass uns mal hier beginnen, würde ich sagen, ja? Philipp war Nino verlobt. Das ist so, es ist so aufregend, dass wir unser Leben zusammen verbringen werden, aber wir müssen noch an unserer Beziehung arbeiten. Wenn wir viel miteinander reden und lernen, uns zu respektieren, wird uns sicher nichts mehr auseinanderbringen. Ja, mich zipft es so an, dass mir das passiert ist. So, du telefonierst mit ihm, passt. Dann telefonierst du jetzt mit ihm noch. Mit der anderen könnte er eigentlich auch mal telefonieren, gell? Beziehungsweise solltest du dann erstmal was essen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, hier was weglegen.
Also wenn du dann noch Zeit findest und das weggelegt hast, dann werde ich mal gucken, dass du noch deine andere Lehrerin hier irgendwie besser kennenlernst. Das ist, glaube ich, ganz gut vom Vorteil oder ganz, ganz wichtig. Ansonsten weiß ich nicht. Julia muss in 3 Stunden gehen. Okay. Das heißt. Ja, Jamuga. Du weißt noch immer nicht, was du studieren willst. Wie lange bist du denn schon hier? Fragen. Was sind deine Fähigkeiten? Was verdienst du? Was ist dein Job? Ach, antörnern, abtörnern, Interessen. Gefällt dir, was du siehst auf deren Sternzeichen? Gelegenheitsgruppe gründen. Okay. Was machst du denn jetzt? Internetrecherche über Spiele. Internetrecherche über Spiele, echt jetzt? Okay, naja, gut, warum nicht? Das Telefon läutet, Junge. Ah, du brauchst noch ein bisschen mit dem Wegräumen, gell? Abheben. Ah, du telefonierst jetzt gleich mit ihm, passt. Passt auch, gell? Ausflug. Nee, lass mal. Lass mal. So, was ist jetzt mit dir? Du bist ein bisschen verbuggt, kommt mir vor. Warum auch immer. Gut, in einer Stunde. Das heißt, du musst dann gleich trainieren, okay? Was ist mit dir denn? Wieso schimpfst du mich aus? Nee, geh Sag mal, hast du dir den Arm gebrochen oder so? Ich hatte. Ja, ich hatte mir da immer das Auge zu. Ja, gut. Was soll's? So, Lisa, nein, Julia muss ja bald gehen. Sehr bald, sehr bald. In 20 Minuten. 10, 5. Trainieren? Ja, gut, okay. So, Philipp hat in einer Stunde Unterricht. Oh, nee, echt jetzt? Das heißt, er kann sich noch nicht mehr verabschieden. Wie blöd ist das denn? Hier, was ist Logik? Okay. Haben wir schon 8 Punkte? Tatsächlich. Wow. Es wird höchste Zeit, dass Julia ins reale Leben zurückkehrt. Okay. Leider, leider, leider. Aber ich bin gespannt, was sie als Alltagskleidung anhat. Wenn das hier ausschaut, das wäre sie nackig. Und so mit Kette bekleidet. Aber mal gucken. So, jetzt kann ich wirklich nichts mehr machen. Jetzt hoffe ich halt wirklich nur, dass. Warte mal. Julia ist in die ursprüngliche Nachbarschaft zurückgekehrt. Ey! Alter! Kann ich nicht irgendwie sagen, hier, verpiss dich? Jetzt habe ich nichts mehr zum Schlafen, oder was? Wollt ihr mich verkackeiern? Tür beanspruchen. Alter, das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Okay, doch, das ist dein Ernst. Dann ist das jetzt auch mein Ernst. Und zwar wird das hier rübergegeben. Dann werden wir jetzt einfach mal Zimmer wechseln. Weil, tut mir leid, aber das akzeptiere ich mal gar nicht. Dass du mir einfach mein Zimmer wegnimmst. So, Tür beanspruchen, weil sonst kriege ich noch die Krätze. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge noch einmal hier mit Philipp. Und ja, allerdings werde ich das auch im Schnelldurchlauf machen, weil vielleicht schaffe ich es ja dann, dass er in der nächsten Folge auch sein Studium beendet. Und dann sehen wir uns in der Nachbarschaft wieder. Bis dahin sage ich aber erstmal, ciao, ciao.